Ja, guten Abend. Sie haben ja schon einen ganz besonderen Empfang heute hier erlebt. Herzlichen Dank dafür. Das möchte ich schon mal vorweg schicken. Das ist, glaube ich, was wirklich sehr Besonderes, dass Sie unsere Gäste hier im Körperforum in dieser Art und Weise willkommen heißen. Herzlich willkommen, Henning Scherr. Vielen Dank, dass Sie das so machen. Ich fange jetzt ein bisschen ungewöhnlich an. Ich möchte auch Sie beide begrüßen. Das ist nämlich einmal Dorit Büdenheide und Verena Glimm. Schön, dass Sie beide da sind. Sie sehen, wir versuchen, ganz unterschiedliche Gruppen mit in dieses Thema einzubinden. Und ich heiße Sie herzlich willkommen, die beiden Gebärdensprachdolmetscherinnen. Ich bin Susanne Kutz und in der Körperstiftung verantwortlich für den Bereich Alter und Demografie. Und ich freue mich außerordentlich, heute Abend hier einen so vollen Saal erleben zu dürfen und das bei einem Thema, das doch ganz oft uns eher sprachlos macht. Und ganz offensichtlich haben Sie das Bedürfnis, über dieses Thema zu sprechen. Austausch über das Thema Endlichkeit, Sterben und Tod begleitet uns in den letzten Wochen im Haus im Park, dem weiteren Standort der Körperstiftung, wo mein Thema, unser Thema des Bereichs Alter und Demografie zu Hause ist, in Hamburg-Bergedorf, das Haus im Park. Und dieses Haus im Park steht eben auch für die Themen Alter und Demografie. Dort hängen in einem Ausstellungs- und Dialogprojekt zurzeit auf so großen weißen Bannern Fragen wie: Möchten Sie ewig leben? Oder wofür möchten Sie erinnert werden? Haben Sie Angst vor dem Tod? Als wir das gemacht haben, waren wir ganz schön aufgeregt, auch mit unseren Partnern vom Dialoghaus diese Ausstellung zu uns ins Haus zu holen, weil wir waren uns nicht ganz sicher, wie denn unsere Gäste, die Besucherinnen und Besucher reagieren würden. Und wir waren überrascht, denn wir erlebten eine Lebendigkeit und Dialogbereitschaft wie selten zuvor in unserem Haus. Und da ist das Thema Alter und auch Endlichkeit ja schon immer ein Thema gewesen. Und mit diesen zunächst scheinbar ganz einfachen Fragen, die aber auch mir und Ihnen geht das vielleicht ja auch so, am Ende ganz schnell unter die Haut gehen, haben wir eine Atmosphäre schaffen können, in der sehr viele Menschen ins Gespräch gekommen sind und wo man sich eigentlich, egal in welchem Alter man sich gerade befindet, in welcher Lebenssituation man sich befindet, man darüber reden möchte. Wir von der Körperstiftung sind überzeugt, dass unsere Gesellschaft diesen Austausch braucht und haben daher auch mit dieser Ausstellung Dialog mit dem Ende einen Arbeitsschwerpunkt begonnen, der für uns den Titel trägt: Leben mit dem Tod. Damit erweitern wir unsere Aktivitäten für neue Kulturen des Alters, eben auch um einen Aspekt der verletzlichen Seiten des Alters. Wir wollen öffentliche Räume schaffen, um Vergänglichkeit und den Endpunkt des Lebens für alle in einer guten Atmosphäre besprechbar zu machen. Aber wie immer bei solchen auch schwierigen Themen braucht es natürlich Vordenkerinnen und Vordenker, Mutmacherinnen und Mutmacher. Und die Soziologin Annelie Keil und der Politiker Henning Scherf, auf die passt genau diese Beschreibung. Ich begrüße Sie beide jetzt nochmal zusammen ganz herzlich hier heute Abend im Körperforum und danke Ihnen, dass Sie mit Ihrem Buch Das letzte Tabu zu uns gekommen sind und dass Sie uns das Gespräch darüber ermöglichen, dass Sie aufklären, manchmal auch anklagen, aber was Sie natürlich beide in besonderer Weise auszeichnet, dass Sie auch immer Alternativen aufzeigen. Herzlich willkommen, Annelie Keil und Henning Scherf. Tod und Sterben sind, so formulieren Sie, überwiegend zu einem Handlungsfeld der Profis geworden, aus Medizin und Pflege. Diese Verdrängung setzt Menschen oft in Angst und versetzt Menschen oft in Angst und Hilflosigkeit und erschwert ihnen am Ende uns allen, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen. Sie wollen das ändern, Sie tun sehr viel dafür und dafür danken wir Ihnen alle und das ist wirklich gut so. Annelie Keil und Henning Scherf sind zwei wirklich politische Persönlichkeiten, die mit ihren Themen oft der Zeit voraus waren und immer noch der Zeit voraus sind und es sicherlich auch bleiben werden.
Sie beide haben sehr viel dazu beigetragen, einen neuen Blick auf das Alter zu bekommen, auch auf das Ende des Lebens zu bekommen. Und Sie sind in einer gewissen Weise Ikonen eines aktiven Alterns und einem neuen Bild des Alters, aber ganz jenseits aller Silver-Ager-Werbung, sondern Sie machen das mit einer Authentizität, die beispielgebend ist und Mut macht. Mir auch. Sie alle wissen, Henning Scherf ist Bremer. Und er ist mit seiner Stadt zutiefst verbunden und natürlich auch mit seiner Partei. Über viele Jahrzehnte hat er Bremen geprägt als Abgeordneter, als Senator, als Bürgermeister. Und er hat auch nach seinem aktiven politischen Leben sozusagen ein neues politisches Leben, ein weiteres politisches Leben begonnen und zum Beispiel mit einer alten WG, zum Beispiel mit solchen Büchern vieles vorangebracht, was uns für uns wichtig ist, um einen neuen Blick auf das Alter zu bekommen. Annelie Keil ist ebenfalls mit Bremen zutiefst verbunden. Sie sind vielleicht nicht von Anfang an, das habe ich ehrlich gesagt nicht genau recherchiert, aber Sie sind seit 1971 Professorin an der Universität in Bremen und Ihre Arbeitsbereiche sind Sozialarbeitswissenschaft, Gesundheitswissenschaft und Krankenforschung. Sie haben sich mit Biografie- und Lebensweltforschung beschäftigt und unter anderem einen Studiengang gegründet, der palliativen Care, also der Begleitung von Menschen in der letzten oder in einer sehr kranken Lebensphase. Und wozu ich Ihnen auch ganz herzlich noch nachträglich gratulieren möchte, Sie sind jüngst in Bremen mit der Senatsmedaille für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet worden, einer großen Ehrung und auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Für einen neuen Umgang, auch gerade mit schwierigen Themen des Alters, steht in der Körperstiftung in unserem Team Doris Kreinhöfer, die Sie im zweiten Teil der Veranstaltung kennenlernen werden. Sie hat in Hamburg viel dazu beigetragen, die Gesellschaft, die Öffentlichkeit für das Thema Demenz zu sensibilisieren. Und vielleicht ist Ihnen an der einen oder anderen Stelle in Hamburg in den letzten Monaten das lila Sofa begegnet, einem Ort, auf dem man sitzend sich dann tatsächlich in der Öffentlichkeit auch mit diesem Thema beschäftigen kann. Also sie sucht nach neuen Wegen, auch die schwierigen Themen des Alters anzugucken. Doris Kreinhöfer ist Babyboomerin und sie gehört zu der Kohorte der geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre. Und gerade diese Jahrgänge, von denen es ja wirklich viele gibt, sind zurzeit sehr stark damit beschäftigt, sich mit dem Tod und dem Ende auseinanderzusetzen, nämlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Eltern häufig in dieser letzten Lebensphase sind und weil das Ende des Berufslebens bevorsteht, wo zumindest am Horizont sehr weit die Frage von Endlichkeit neu aufgerufen wird. Also Sie sehen, das Thema Tod und Ende ist mehr als privat. Hier ist das Private politisch und auch dann ist das Private politisch, wenn es um den Umgang mit dem Tod geht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Sie heute hier sitzen. Ich freue mich hier auf den Austausch auf der Bühne. Der beginnt zunächst mit unseren beiden Protagonisten. Dann gibt es eine Phase der Diskussion auf der Bühne mit Doris Kreinhöfer und wie immer natürlich bei uns im Nachklang, weil Sie sicherlich viel Redebedarf haben, auch nach der Öffnung hier im Publikum werden Sie im Nachklang, im Klang, im Foyer Gelegenheit haben, bei einem Glas Wasser oder Wein, so wie es zu den Ritualen des Körperforums gehört, sich weiter auszutauschen. Einen letzten Wunsch habe ich noch. Sie werden dann bei diesem Austausch auch kleine Schilder auf Ihren Tischen finden, wo Sie angeregt werden, per Handy ein Feedback zu dieser Veranstaltung zu geben. Das hilft uns sehr auch bei der weiteren Planung von Veranstaltungen. Insofern gucken Sie doch, ob Sie Ihr Handy dann dafür nochmal anschalten. Jetzt können Sie es erstmal ausschalten. Und insofern ist jetzt die Bühne Ihre. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Henning Scherf und Annelie Keil. Ich glaube, diese beiden. Doris, wie wolltest du das? Herr Scherf setzt sich in die Mitte. Herr Scherf setzt sich in die Mitte, genau. Sehr fein, sehr fein. Fang du ruhig an. Du hast schon angefangen, ich fange dann danach an. Schön, dass die Körperstiftung sich auf so ein Thema einlässt. Das freut mich sehr, freut uns beide sehr und ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind, weil das zeigt auch den Körperleuten, das ist ein Thema,
mit großer Öffentlichkeit und da kann man weiter dran arbeiten. Das muss man nicht einfach mit einer Veranstaltung abarbeiten, sondern das kann man fortsetzen. Wir beiden haben einen langen gemeinsamen Anlauf. Ich behaupte immer, wir haben beide zusammen mal in Hamburg studiert, aber da reagierst du immer so ein bisschen komisch drauf. Aber ich Nein, bin nämlich der Jurist und sie ist die Sozialwissenschaftlerin, aber es gab damals ein sozialpädagogisches Zusatzstudium. Da warst du doch dabei, oder? Nein, nicht? Aber ich habe hier Politikwissenschaft, also Hamburg ist meine zweite Lieblingsstadt, da wollte ich eigentlich immer mal zurück. Also ich habe von 61 bis 68 hier studiert. Nein, ich habe Politikwissenschaft und Soziologie studiert und später Pädagogik. Das hast du Dahndorf noch erlebt hier oder war der schon weg? Nein, der war schon weg. Schelski noch. Erlebt. Das, okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Okay. Aber die also, und dann haben wir uns wieder an der Bremer Universität getroffen. Annelie ist die Gründerin, Mitgründerin der Bremer Universität. Und wir haben viele gemeinsame Projekte, auch manchmal im Streit und manchmal in heftigen Diskussionen ausgetragen. Jedenfalls hat unsere Freundschaft darunter nicht gelitten. Das ist doch gut. Und dann haben wir uns langsam an unser Thema herangerobbt, wie werden wir denn alt? Und Annelie muss das selber erzählen, die hat besondere Fähigkeiten über das Überwinden von Krankheiten und Krankheitserfahrungen zu sprechen und zu reden. Wunderbar, also da ist sie segensreich richtig unterwegs und ich habe diese Krankheitserfahrungen nicht. Ich erzähle von dem, was ich mit meiner Haus- und Wohngemeinschaft erlebe, in der ich seit 1987 lebe und was ich mit meinen Kindern und Enkelkindern und Flüchtlingskindern, die wir nun auch am Hacken haben, aus Nigeria, 3, mit ihrer Mama. Die Mama lernt und lernt kein Deutsch. Die Kinder sind inzwischen auf dem Gymnasium und die Mama hat immer noch Sprachprobleme, aber wir schaffen das. Wir wollen die unbedingt zur Pflegerin ausbilden und da braucht sie ihre Sprachprüfung. So erzählen wir uns gegenseitig, wie wir angeregt durch vieles, auch Alltägliches, unser Altersleben gestalten und versuchen, etwas Positives über das Alter zu sagen. Wir versuchen, Beiträge zu sammeln und zu veröffentlichen, wie man die Chancen des Alters und nicht nur die Verluste des Alters wahrnimmt und wie man sich an Beispielen auch orientieren kann. Wenn der das kann, kann ich das vielleicht auch. Wenn die das kann, kriege ich das vielleicht auch hin. So haben wir uns über das Altersthema hergemacht und sind damit auch unterwegs. Und daraus ist dann die Frage entstanden, traut ihr euch in eurer positiven Grundeinstellung, traut ihr euch eigentlich auch darüber zu reden und zu schreiben, wie das Abschiednehmen stattfindet? Und ich habe erst gedacht, oh Gott, das ist eigentlich kein Politikerthema. Wir wollen eigentlich immer nur mit den Jungen hier da hinten, da sitzen eine ganze Reihe junge Leute. Wir wollen eigentlich immer mit so Leuten wie euch die Zukunft definieren und Aufbrüche machen und so und nun jetzt plötzlich Abschied nehmen. Und dann hat Annelie gesagt, doch, das gehört dazu. Drück dich mal nicht. Sag das, was du da an Ängsten hast und was du da an Erfahrungen hast und was du da an Sterbebegleitungserfahrungen hast und versuch das so zu transportieren, dass andere Menschen sagen, hey, wenn die das hinkriegen, kriege ich das auch hin. Dann haben wir uns beide um die Hospizbewegung sehr gekümmert. Wir sind richtige Lobbyisten für die Hospizbewegung. Da hinten habe ich auch mehrere getroffen, die in der Hospizarbeit aktiv sind. Also wir beiden sind richtig engagiert, sind stolz darauf, dass es inzwischen 160.000, habe ich jetzt gelernt, 160.000 ehrenamtliche Hospizhelferinnen und Helfer gibt. Wir beiden haben das Gefühl, das ist die beste Bürgerbewegung, die wir zurzeit haben. Alle jammeln, dass es keine Ökobewegung mehr gibt und dass die Friedensbewegung gestorben ist. Die Hospizbewegung, die lebt und die wächst und die wird größer und die versammelt Menschen mit einer ungewöhnlichen Erfahrung, mit einer ungewöhnlichen Kompetenz. Und wenn man mit Hospizmenschen zusammenkommt und sich austauscht, merkt man auch, dass man da was zum Leben lernt. Dass also die Sterbebegleitung auch zugleich die andere Seite hat, dass man aus der Sterbebegleitung selber was zum Leben mitnehmen kann. So ist uns beiden das gegangen und dann haben wir uns getraut,
etwas aufzuschreiben. Das ist so ein Dialogbuch geworden. Annelie hat ihren Teil, steht auch deutlich drüber, und ich habe meinen Teil geschrieben. Dann haben wir ein gemeinsames Gespräch gemacht. Und ich glaube, der rote Faden zwischen uns beiden ist der, dass wir die Menschen motivieren wollen, die wir erreichen, sich dieser großen Existenzfrage der Endlichkeit unseres Lebens zu stellen. Das hat sie ja eben anmoderiert, das ist genau auch in unserem Sinne, dass wir das nicht verdrängen und nicht irgendwie in die Ecke schieben und sagen, dafür gibt es Profis und die sorgen da schon dafür, wir wollen damit nichts zu tun haben, sondern dass jeder so, wie er ist, so wie er gebacken ist, so wie er Erfahrung gesammelt hat, sich dieser auch für ihn ja ganz gewiss und eintretenden Erfahrung der Endlichkeit stellt und sich mit Menschen zusammentut, die darüber reden können, die sich austauschen können, die Erfahrung austauschen können, die das gemeinsam ertragen wollen, die nicht die Sterbenden alleine lassen wollen, sondern das in einer Situation, in der Sterbende dringend Menschen um sich herum brauchen, die sie begleiten, sagen, wir sind da, wir laufen nicht weg, wir machen das, wir auf uns könnt ihr euch verlassen. Dieses wollen wir gerne versuchen zu stärken und zu unterstützen, so gut wir können, immer in der Hoffnung, dass sich vielleicht an dieser großen Existenzfrage der Endlichkeit des Lebens eine neue Sensibilität für die Kostbarkeit des Lebens entwickeln lässt. Dass man, wenn man weiß, dass es alles endlich ist, dass es alles zu Ende geht, dann könnte man ja auf die Idee kommen, das, was man noch vor sich hat, besonders behutsam, besonders achtsam, besonders sorgfältig zu begleiten und zu entfalten. Also wir glauben beide, dass wir über diesen Umweg herum auch euch Jungen vermitteln können, dass die Erfahrung mit Abschiednehmenden, mit Sterbenden einen ermutigen kann, sein eigenes Leben anders zu gestalten, als das vielleicht in der Reklame oder in den Hollywood-Filmen oder ich weiß nicht wo überall als einziges Jux-Unternehmen dargestellt wird, zu erleben und wichtig zu machen. Darf ich noch eine Geschichte erzählen, bevor du rankommst? Jetzt stelle ich erstmal und dann erzählst du die Geschichte. Mein Vater hatte die Idee, dass wir vor unserem Abitur in den letzten großen Ferien nach Bethel gehen, um da auszuhelfen. Das war sozusagen unsere Abschiedsverpflichtung. Dann wollte er uns nicht mehr reinreden. Und dann bin ich als 17-Jähriger nach Bethel gekommen und habe da 6 Wochen lang in den Sommerferien als Praktikant gearbeitet. Das ist so eine Zeit, in der die schulpflichtigen Kinder mit ihren Eltern alle in Urlaub fahren. Darum ist die Belegung der Hauptamtlichen in dieser Zeit besonders delikat. Also da brauchen die jeden. Da sind viele unterwegs. Und da haben sie mich dann auch sofort reingesteckt in die Arbeit. Ich war auch so ein langer Kerl, die dachten, der kann das aushalten. Und dann habe ich, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen, nach einer Woche eine Nachtwache bei einem sterbenden Rechtsanwalt, der hochgradig alkoholkrank war und eigentlich über sein Delirium tremens schon große Ausfälle hatte. Und sie wollten, dass da eine Nachtwache ist. Und dann saß ich 17-Jähriger neben diesem sterbenden alten Anwalt. Und der hatte in dieser Nacht, am Morgen war er tot, er hatte immer so Fenster und erzählte dann in diesen hellen Augenblicken aus seinem Leben. Und ich, junger Kerl, ich war doch noch ein Kind, also mit 17 Jahren, da macht man ziemlich viel Blödsinn und da hat man noch gar keinen Zugang zu solchen Fragen. Ich plötzlich war der Einzige, dem er das anbieten konnte und hat mir so sein ganzes Leben richtig in die Hände gegeben. Ich saß da, ich wollte weglaufen, aber ich hatte keinen, der mich ersetzen konnte und habe dann bis zum Morgen durchgehalten, habe ihm die Augen zugedrückt und habe dann gedacht, der hat dir jetzt sowas wie ein Testament in die Hand gedrückt. Sein Leben, sein ziemlich verkorkstes und ziemlich
krisenbedingtes Leben hat er dir, jungen Kerl, in die Hand gedrückt, damit du, bitte sehr, nicht die gleichen Fehler machst. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Das ist wie so ein Fundus von Lebenserfahrung. Den kriegt man in Büchern kaum mit, den kriegt man in Kinos, Filmen kaum mit. Den muss man direkt erleben. Da muss man direkt mit den betroffenen Menschen zusammen sein und muss erleben, was die Summe eines solchen schwierigen Lebens ist. Ja, ich schließe mal da an. Ich persönlich glaube, auf dem Hintergrund dieser fast 30 Jahre Beschäftigung mit dem Thema schwere Krankheit, das geht ja der Todesbegegnung voraus. Jeder, der eine schwere Diagnose bekommt, das ist meine Erfahrung aus der Psychosomatik, die erste Frage ist, also wenn die Diagnose Krebs, Herzinfarkt, was immer das ist, dann ist die Frage, werde ich das überleben? Das ist eigentlich die erste Frage. Und dann richtet sich das auf die Diagnose und auf die Frage, wie geht man damit um? Ich bin deshalb der Meinung, dass sich sehr viele Menschen eigentlich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist eher so ein Gedanke der Wissenschaft ist mit dem Tabu. Das Tabu bezieht sich ja auf die Art der gesellschaftlichen Auseinandersetzung damit. Und das haben wir ja in vielen Dingen. Also die Gesellschaft setzt sich mit anderen Dingen auseinander als mit dem, was die Menschen in ihrer Existenz erfahren. Also mein großer Lehrer Viktor von Weizsäcker, der Psychosomatiker, der in den 20er Jahren mit dieser Frage begonnen hat, wie eigentlich Körper, Geist und Seele im Gefahrenmoment des Lebens miteinander funktionieren, das ist für mich durchaus etwas, was wir immer wieder begegnen. Ich habe jetzt gerade ein Buch über Angehörige gemacht und da kann man das durchweg sehen. Der Verlag hat uns mehr oder weniger dazu gezwungen, diesen Titel, das letzte Tabu, weil sie dachten, naja, das ist ein guter Aufhänger. Aber uns, das hat Herr Scherf schon gesagt, uns ist der Untertitel über das Sterben reden und den Abschied leben lernen eins der wichtigen Themen. Und man stirbt im Leben nicht nur körperlich. Ich darf Sie mal erinnern an die AIDS-Generation der 80er Jahre. Da sind viele schon sozial gestorben, ehe der körperliche Tod kam. Also viele Seelen, viele Gedanken, viele Hoffnungen gehen uns oft im Leben verloren. Wir leben zwar physisch weiter, aber diese Frage, die wir zum Thema gemacht haben, wie wecken wir den Lebenswillen, die Hoffnung und nicht einfach mit so einem blöden Satz, denke positiv. Darum geht es überhaupt nicht. Wenn es Mist ist, muss man über Mist nachdenken und nicht über das, was positiv ist. Aber zu fragen, wie der Mist entstanden ist, das ist eine wichtige Frage. Ich fange mal mit drei Beispielen an. Also du bist von deinem Vater an die richtige Stelle geschickt worden. Nämlich etwas zu erfahren, ob du da als Politiker was mitmachst oder nicht. Aber diese existenzielle Erfahrung haben manche auch zu Hause gehabt. Also du hast es ja von deiner Großmutter im Buch geschrieben. Meine erste Begegnung mit dem Tod ist der Krieg. Ich bin 1945 von Polen mit meiner Mutter auf die Flucht gegangen. Und es gab relativ am Anfang meine beiden ersten Begegnungen mit dem Tod. Ich bin am Kinderheim aufgewachsen. Wir waren also im Treck unterwegs. Die erste Todesbegegnung war, ich war ein ziemlich engagiertes, freches, mutiges Mädchen, kann man sagen. Meine Mutter hat immer gesagt, was ein Mann kann, kann ein Mädchen schon lange. Also insofern, das hat mir bei der Flucht auch relativ gut geholfen. Und ich war sozusagen vor dem Treck immer der Speer. Und dann bin ich in ein Dorf durch Polen. Polen war damals, da war noch der letzte Angriff auf Polen und so weiter. Das war eine verwirrte Situation. Freund und Feind auch auf der Flucht war gar nicht mehr richtig klar. Und also ich bin in ein Dorf, das verlassen war und sollte auskundschaften, ob man da irgendwo übernachten oder noch was zu essen findet. Und komme in eine Scheune, mache die Tür auf und sehe da drei Leute hängen. Ich dachte aber, das sind Vogelscheuchen. Was wusste ich denn schon? Und war alleine und sozusagen stoße diese drei Gehängten an den Beinen an. In dem Moment kommt meine Mutter ran, haut mir eine Ohrfeige und sagt, das ist nichts für Kinder. Das war die erste Begegnung, sie selber auch in einem Schock. Die zweite war kurz danach. Auf dieser Flucht kamen uns Panzer entgegen
und eine Frau in diesem Treck drehte völlig ab in der Annahme, das sind jetzt doch noch die Deutschen, die uns befreien. Es waren aber russische Panzer. Und sie klemmte sich, die Hilton, sie klemmte sich an diesen Panzer und schrie permanent Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Niemand konnte sie bewahren, also heute würde ich sagen, sie ist in eine wahnsinnige Psychose oder was auch immer gegangen. Jedenfalls, das endete so, dass der Offizier von dem Panzer runtersprang. Sie klammerte sich an ihn mit Heil Hitler, er zog die Pistole und erschoss sie. Und sie sackte neben mir runter und wieder war diese Szene. Ich fragte meine Mutter, ist sie jetzt tot? Weil ich sah dieses Rinnsal aus ihrer Stirn kommen. Und wieder gab es dies Wegreißen. Natürlich hat ein Kind zugemacht, aber in meiner ganzen späteren Geschichte, was habe ich eigentlich von der Flucht erzählt? War das das beeindruckende Ereignis? Aber ich habe eher die positiven Ereignisse gedreht, dass wir es überlebt haben. Es hat sehr lange gedauert, ehe ich den Kern dieses Gedankens, was ist da eigentlich in mir passiert als kleines Mädchen? Das ist für mich, also wir haben ja einen gemeinsamen roten Faden und wir haben unterschiedliche Lebenserfahrungen. Und das ist für mich auch interessant an dem Buchprojekt gewesen. Wie guckt ein Mann, wie guckt eine Frau? Wie guckt jemand, der kaum krank war oder jemand, der viel krank war? Wie guckt jemand auf dieses Thema, der immer Familie hatte oder ich keine? Und nicht, wer hat es besser oder schlechter oder sonst was gehabt, sondern die unterschiedlichen Erfahrungen. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnissen, dass niemand von uns weiß, wir nicht, ihr nicht, wie man richtig stirbt. Das weiß man nicht. Man weiß auch nicht, was in dem Moment passiert und was auf uns zukommt. Aber was wir in den Begleitungen erfahren haben, ist, dass es wichtig ist, für alles, was geschieht, Räume zu öffnen. Und den Menschen diesen Schatz, dass sie auch gelebt haben, nicht als Trost, sondern als eine Lebenserfahrung, den Abschied leben lernen. Und es ist mir an drei Beispielen, und die will ich nennen. Daniel ist 5 Jahre alt, ist ein Leukämiekind und er weiß, dass er sterben wird. Das ist unsere Erfahrung, also meine Erfahrung auch mit Zusammenarbeit mit Ärzten und Stationen. Kinder ahnen und wissen viel mehr als Erwachsene. Die brauchen kein Curriculum oft, um sich damit auseinanderzusetzen, was mit ihnen passiert. Dann geht es um die Chemotherapie und sie sagen, sag du doch mal meiner Mami, dass ich keine Chemo mehr will. Und was sie da sehen, ist nicht das Tabuisieren, sondern sie wollen die Mami oder den Papi nicht traurig machen. Sie suchen sich einen, ich sage jetzt mal jemanden, eine Schwester, einen Arzt, die ihnen helfen, aus ihrem eigenen seelischen Blickwinkel das zu überwinden. Also Daniel nochmal, die Beglückung der ganzen Station, wer dem morgens begegnet, hat schon gute Laune. Und Daniel sucht sich dann eines Tages in diesem Prozess seines Dahingehens seine Lieblingsschwester aus und sagt, pass mal auf, bring mir mal Fotos und Postkarten mit schönen Blumen, die du magst. Das macht sie, ganzen Stapel. Und dann fragt sie Daniel, was machst du denn damit, was willst du damit? Tja, sagt er, wenn ich jetzt demnächst im Himmel bin, gehe ich auf die Blumenwiese und pflück dir einen großen Strauß. Und dann warte ich auf dich. Da gehen einem schon die Nackenhaare hoch. Woher kommt diese empathische Kompetenz? Das hat ihm niemand beigebracht. Dieses Gefühl, da haben Menschen, natürlich denkt er jetzt gar nicht über diese Todesszene nach, aber Menschen, die ihm gut getan haben, die er erfreut und umgekehrt. Und sie stellt eine Nachfrage und die heißt, pflückst du denn auch für deine Mami einen Strauß? Und Daniel sagt, ist doch klar. Aber das wird eine Überraschung. Denn wenn ich meiner Mami jetzt sage, dass ich im Himmel Blumen pflücke, dann weint sie und ist traurig. Und da im Himmel die Blumen nicht verwelken, ja, halten die lange. Die Mami muss sich gar nicht beeilen. Diese Geschichte hat mich sehr bewegt. Ich habe sehr viel auch in der Bremer Krebsgesellschaft im palliativen Bereich auch mit Kindern gearbeitet. Wir haben da ein Projekt, wo wir Kinder begleiten, deren Eltern sterben. Wir haben ja Trauerland, auch hier in Hamburg.
Also wenn die Eltern tot sind. Aber was machen wir bis dahin? Man stirbt ja nicht von heute auf morgen. Der Papa kann einen Gehirntumor haben, das dauert 2-3 Jahre vielleicht sogar. Aber er ist zu Hause. Also wie du es auch gesagt hast, wie integriert man diese Erfahrung in das eigene Leben? Und die Geschichte, die du ja auch so magst, Paulchen. Paul, wir kommen irgendwie auf das Thema Tod, das machen wir nicht immer, wir machen Musik und alles Mögliche. Und dann sagt Paul, Tod ist ganz einfach. Da sage ich, dann erklär mal. Also Tod, da kommt die Seele in den Himmel und wenn man im Himmel ist, kommt der liebe Gott und nimmt einen ganz fest in den Arm, so dass dir die Luft wegbleibt. Nicht irgendwie so ein Kuschelkurs, nein, so dass dir die Luft bleibt. Und dann geht er an den Rand des Himmels und lässt dich fallen. Da kriege ich, ich habe da Schnappatmung gekriegt. Und dann kommt man als Sternschnuppe wieder. Wenn das keine schöne Auferstehungsthese ist, dann weiß ich nicht. Er hatte eine Idee und jetzt für die Mami, die im Sterben lag, dass sie nicht ganz weg ist. Das ist ja mal die Frage. Sondern dass sie als Sternschnuppe da ist. So, und als letztes, glaube ich, ziemlich aktuell, für mich jedenfalls, ist der Prozess gegen den Massenmörder in der Pflege in Oldenburg. Die letzte Woche sind die Plädoyers begonnen, die haben mich sehr berührt, weil da hat eine Rechtsanwältin, die Rechtsanwältin der Betroffenen, in diesem Prozess eine Stunde lang auch dem Högl gegenüber die Menschen, die da umgekommen sind, biografisch auferstehen lassen. Sie haben nicht über nur Tote geredet, sondern sie hat die Fälle, also die Beispiele, Schritt für Schritt gesagt, das war der 64-jährige Mann, der auf die Geburt seines Enkels wartete. Und das war derjenige, der gerade die Tickets für den Urlaub geflogen hat. Und zwar genau nicht nur als Anklage, sondern als Berührung. Und ich finde, dass diese Anwältin, die Leute sind aufgestanden und haben Beifall geklatscht. Aber nicht für irgendeine Anklage, das ist natürlich alles im Hintergrund, aber erstmal, dass überhaupt die, um die es ging, wieder erschienen. Und ein großartiger Richter, der hätte ja eigentlich das jetzt unterbrechen müssen, man darf im Gericht nicht klatschen, er hat es zugelassen für den Augenblick. Und hat damit, meine ich, eine palliative Arbeit gemacht, eine Angehörigenarbeit, das in einer solchen Situation zuzulassen. Also insoweit das, was du gerade in deinem Beitrag gesagt hast, die Palliative Care, die Begleitung, die aufmerksam richtet sich auf uns. Hamburg war vor einiger Zeit hier mit dem wunderbaren und notwendigen Projekt, wie begleiten wir Obdachlose auf der Straße beim Sterben? Wir werden in Zukunft in der Hospizbewegung große Arbeit damit haben, wie begleiten wir demente, schwer demente Menschen, ja, wo man nicht mehr darüber reden kann. Wir müssen weiterlernen. Wie begleiten wir geistig und psychisch schwer behinderte Menschen? Ich will einfach nur sagen, die Generation der Schwerbehinderten ist die erste Generation, die überhaupt so alt wird. Die Generation davor ist umgebracht worden. Das muss man sich klar machen. Das heißt, heute in den Behindertenheimen ist es wichtig, denn das merken wir, wenn die Behinderten, die von ihren Eltern versorgt werden, aber da irgendwo eine Ausbildung kriegen und plötzlich kommen die Eltern nicht mehr. Die sind krank. Und wir merken, wie die Behindertenpfleger oder Pädagogen in diese Not kommen. Wie helfen wir denen jetzt? Weil die wollen nach Hause. Die wollen jetzt Mama und Papa, die immer gekommen sind, und auf einmal kommen die nicht mehr. Das ist eine große Not. Also es ist eine Not, aber ich finde auch, die Aufmerksamkeit dafür ist größer geworden. Und Sie, die hier sind, oder wir, und wir, die da unter sich sind, sind genau die, die nicht mit Fahnen vorangehen, sondern genau mit dem, was da steht. Für Menschen, die nicht alles so lassen wollen, wie es ist. Das ist eigentlich der simple Ansatz dessen, dass wir darüber, worüber wir beide jetzt sprechen, hier ist niemand im Saal, niemand, der nicht damit Erfahrung hat. Sie alle haben Eltern verloren, hoffentlich keine Kinder verloren. Sie haben Großeltern, die vom Krieg berichtet haben.
Sie überlegen sich vielleicht, ob sie in dieses oder jenes Heim, also er hat schon die Wohngemeinschaft, ich jedenfalls ziehe in ein Heim, das habe ich mir auch schon ausgesucht, ja genau, zu euch kann ich nicht auch noch dazu, aber wir müssen das, wir müssen uns Wege überlegen, aber auch mit den Nachbarn und Freunden ist es einfach ein Thema und es zieht einen nicht runter, sondern es zeigt einem, was Leben vom ersten Moment an ist. Auseinandersetzung mit Verletzlichkeit und mit Endlichkeit des Beide. Das Verletzliche, das Fragile, das Verwundbare und daneben das Endliche. Aber wir haben, glaube ich, auch beide einen Blick. Ich lebe noch sehr gerne, aber wir sind ja jetzt beide 80 geworden. Stattlich, finde ich jedenfalls. Aber ich habe selber, wir haben gerade auch noch mal auf der Fahrt, es geht nicht einem schlechter, aber ich merke, dass es oft den Gedanken gibt, es war schwierig, es war toll, aber irgendwann ist auch gut. Das ist meine Haltung, bei dir sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ich will das nicht morgen, aber ich weiß, dass ich in der Runde der Abschiedlichkeit bin. Und das beruhigt mich in gewisser Weise, weil man noch mal zurückguckt und sagt, hast du es einigermaßen hingekriegt? Abschied leben lernen. Was ist die positive Bilanz? Gibt es da noch einen, den ich doch endlich mal um Verzeihung bitten muss? Weil da sitze ich schon lange auf einem Streit und könnte das auch mal beheben. Ja, ich könnte mir überlegen, was mit den Pfennigen, die ich habe, oder vielleicht ein bisschen mehr, wie viel brauche ich für meine Pflege von dem Haus und in welche Einrichtung geht vielleicht ein Teil. Mehr habe ich nicht, aber das haben wir ja. Mein Verlag, der andere, ist gerade pleite gegangen, deshalb habe ich kein Honorar für 2018, das bin ich ja immer meine Projekte, aber das passiert einem unterwegs eben auch. Der ist auch gestorben, aber ökonomisch. Haben wir jetzt noch Zeit für eine zweite Runde oder geht das jetzt schon mit? Mach noch mal einer. Noch eine zweite Runde. Ich würde gerne, darf ich? Klar. Darf ich? Ich würde gerne was erzählen, wie wir mit unserem Haus leben. Wir sind ja seit 1987 zusammen. Also das ist eine ziemlich lange Zeit, in der wir zusammenleben. Wir haben das damals angefangen, da war ich noch keine 50, weil wir einen Platz suchten, wo wir gemeinsam alt werden können. Und wir wollten von Anfang an immer mit mehreren Generationsvertretern. Wir wollten nicht nur eine Altersgruppe haben, sondern wollten ein gemischtes Publikum haben und wussten gar nicht genau, wie das im Detail geht, wie das mit dem Altwerden geht und wer dann notleiden wird oder nicht. Wir haben einfach angefangen und gedacht, wir wollen das ausprobieren, wir wollen das lernen, wir wollen das schrittweise lernen. Und nach 2 Jahren schon wurde die erste von uns todkrank. Das hatten wir natürlich alle nicht vorhergesehen und sie schon gar nicht. Und dann hat sie sich gewünscht, ich möchte gerne hierbleiben bei euch. Ich möchte gerne das mit euch erleben, keine fremden Leute holen zum Pflegen aus Ukraine oder Polen oder wo, sondern wir machen das. Wir waren alle berufstätig, ich war Regierungschef, also ich hatte ziemlich viel zu tun. Und wir haben dann gedacht, gut, das haben wir uns vorgenommen. Und nun ist es ein bisschen schneller gegangen und nun müssen wir das mal versuchen. Und dann haben wir sie Tag und Nacht nicht alleine gelassen. Könnte ich das vorstellen, was das für ein Qualitätsgewinn ist, wenn man, auch wenn man nachts immer jemanden bei sich hat. Das hat bei mir nie geklappt mit Nachtwachen. Ich war immer so K.O. von der Politik, dass ich mich einfach nur neben sie gelegt habe und geschlafen habe. Ich konnte nicht. Ich war K.O. Das hat ihr aber gereicht, dass jemand neben ihr liegt, den sie für den Fall, dass es ihr schlecht geht, dass sie eine Panikattacke kriegt, wecken kann. Das hat sie beruhigt, das hat sie in den Schlaf gebracht und dann hat sie mich morgens geweckt. Also wir haben durchgehalten und sie hat mich dann wieder zur Arbeit geschickt. Wir haben alle, auch wir Männer, meistens ist es ja der Sache, dass die Frauen das machen, die Ehefrauen, die Töchter und die Schwiegertöchter. Bei uns mussten die Männer alle mit ran. Wir alle haben mitgemacht. Keiner ist von der Fahne gegangen. Keiner hat gesagt,
Ich bin hier nur zum Boden hergekommen und nicht zum Helfen, zum Pflegen. Alle haben kapiert, das, was wir jetzt erleben, könnte im nächsten Fall unsere Geschichte sein. Denn irgendwann sind wir auch dran. So haben wir sie Tag und Nacht begleitet und sind dabei zusammengewachsen. Kaum war sie tot, wurde ihr ältester Sohn, der bei Annelie studiert hat, auch todkrank, der bei uns wohnte und der dann uns gebeten hat, darf ich wie meine Mutter bei euch bleiben? Das hatten wir natürlich überhaupt nicht auf dem Film, dass wir nun auch noch, also der war 22, 23 Jahre alt, der war ja jünger als die da hinten. Ihr seid doch, oder seid ihr alle so in eurem Alter? Weil, und dann haben wir gelernt, 5 Jahre hat das mit ihm gedauert, gelernt, wie dieses sich kümmern um ihn. Annelie hat da unglaublich mitgeholfen. Sie war da wirklich als Fachfrau auch ganz wichtig, weil sie für ihn eine andere Ansprachmöglichkeit war, als wir das waren. Ja, der hat die andere Sachen erzählt, als er uns erzählt hat. Das war eine ganz große Hilfe, die du uns da allen angeboten hast, ihm auch angeboten hast. Und wir haben beobachtet, dass seine Freundin und seine Freunde nicht weggelaufen sind, sondern sich mitgekümmert haben. Und dass unsere schon ausgezogenen, erwachsenen, eigenen Kinder, einer hat hier von mir erzählt, die hätte mit meinem Sohn im Chor gesungen, also auch Christian, der hat da auch mitgemacht, die haben mitgeholfen. Wir waren also nicht nur immer weniger, die das machten, sondern wir wurden immer mehr. Und wir haben die Erfahrung gemacht, bei diesem Miteinander leben und miteinander lernen und miteinander reden und miteinander Ängste bearbeiten und ja, überhaupt den Alltag bewältigen, dass wir darüber zusammengewachsen sind. In einer Weise, die ich mir vorher gar nicht vorgestellt habe. Wenn man seine Kinder aus dem Haus hat und die gründen ihre eigene Familie, dann beschränkt sich ja die Kommunikation auf Geburtstagsanrufe oder Weihnachtsbesuche. Wie geht's euch? Alles okay? Tschüss, bis nächstes Mal. Und plötzlich haben wir eine gemeinsame Erfahrung. Aber was für eine, die über Jahre uns in gegenseitiger Verantwortung und Verlässlichkeit zusammengeschweißt hat. Und die bis heute für mich der Fundus ist, auf dem ich meine eigenen Altersprobleme und Altersängste und Alterssorgen und Altersperspektiven entwickeln kann und sortieren kann. Es hat mir die Angst vom Abgrundtiefen, vom absoluten Hilflosen genommen und ich habe auf diese Weise, dieses schrittweise Lernen mir angeeignet, sowas wie eine Neugierde auf mein Ende. Das kennst du doch auch, dieses, ich will wissen, was da passiert. Ich will wissen, was da mit mir passiert. Ich will mir das nicht wegnehmen lassen von irgendjemandem anderen, sondern ich will mich dem stellen. Ich will das kennenlernen. Ich will das, diese vielen frommen Leute, die sagen, und dann haben wir das Glück, ins Paradies zu kommen. Das haben wir nicht so, diese Hoffnung, aber wir beneiden die, dass die das haben. Das ist ja wunderbar, wenn man das haben kann. Unsere Hoffnung ist, dass wir neugierig sind, dass wir wissen wollen, was da passiert. Also, ich lass mich nochmal bei dem Klaus anknüpfen, weil was du gesagt hast, man lernt dabei. Und ich glaube, also alle, die sich um diesen Abschied leben lernen, da tauchen eigentlich all die Dimensionen wieder auf, die unser Leben auch bestimmt haben. Viele denken ja, und das ist auch erstmal richtig, beim Tod, beim physischen Tod, auch an diese Frage, das ist schon eine große Herausforderung, der Zerfall des Körpers. Da sind die Schmerzen, da sind die Symptome. Ich bin ja nun selber einige Male an Krebs erkrankt, ich hatte einen Herzinfarkt. Und diese Stelle, wo sozusagen der Tod oder die Bedrohung des Lebens auf der physischen Ebene kommt, das ist für uns ja auch in der palliativen Arbeit eine ganz wichtige, das ist überhaupt keine Frage. Also das ist die körperliche Seite. Es gibt aber eben auch in der palliativen Bekümmerung oder wie man das immer nennen will, die seelische Seite.
Es gibt die geistige Seite, was denken Menschen darüber, über ihr Leben, über den Tod. Es gibt die soziale Seite. Die Wohngemeinschaft war ein wunderbarer sozialer Uterus, wo das möglich war. Aber die Mehrheit der Menschen hat das nicht. Und es ist eine spirituelle Begleitung. Also die fünf Dimensionen, die in der Gesundheit immer eine Rolle spielen für das Leben. Die körperlich-physische Sorge, die geistige und seelische Sorge, die soziale Sorge, darum kümmern wir uns. Was wird bezahlt in der palliativen Begleitung? Haben wir genug Palliativstationen? Weil nicht alle haben dieses Glück. Und das ist die Neugier, die habe ich auch. Also wie sieht das sehr unterschiedlich bei den Leuten aus? Und ich will ein Beispiel aus dieser Begleitung von Klaus. Klaus war ein großartiger zukünftiger Musiker und der konnte durch seine Meister-Cellist, ja, war Cellist. In der Meisterklasse. Hm. Und der kam in die Uni, weil er einen großen Abschied in seinem Leben als ganz junger Mann nehmen musste, nämlich von dem, ich werde ein Cellist. Ist ja nicht so, dass erst am Ende die Abschiede kommen. Wenn man aus der Erwerbsarbeit rausgeht, wenn man eine Trennung erlebt, eine Arbeitslosigkeit, es gibt unglaublich viele Abschiede. Also der hatte einen großen Abschied hinter sich. Und ich sehe ihn noch in dieser einen Veranstaltung sitzen mit seiner Glatze. Und damals wusste man sofort, dass das ist jetzt keine Modeerscheinung, sondern das ist die Krebserkrankung. So, und er fragte, das war nämlich sein Wunsch, nochmal Sozialpädagogik zu studieren und nicht nur als Berufswechsel, sondern ich möchte, das erinnere ich noch, in der Sprechstunde, ich sage, Klaus, du kannst jetzt nicht mehr die Musik machen, warum willst du Sozialpädagogik studieren? Und die Antwort war völlig klar, ich möchte anderen Menschen erzählen von der Bedrohung, die ich jetzt erfahren habe. Ich mache eine Erfahrung, von der möchte ich berichten. So, das ging gar nicht lange, sondern seine Krankheit machte einen großen Fortschritt. Und dann, und das will ich nochmal erzählen, in welcher Seite kam ich an? Ihr habt ihn ja wunderbar versorgt. Aber es gab eben, er hat dann eine Rückenmarkstransplantation bekommen, weil man immer noch gehofft hat, man kann das packen, und war hier in Hamburg und hatte vorher eine Reise nach Indien gemacht und kam mit gewissen spirituellen Vorstellungen. Nicht esoterisch oder irgendwie, sondern er hatte eine tiefe Erfahrung in Meditation und in Buddhismus oder was auch immer gemacht. Davon hatte er mir erzählt, er wusste, dafür bin ich auch sehr offen. Und dann war er in Hamburg in der Klinik, in der Isolation. Und wir haben jeden Tag miteinander telefoniert. Und er hatte das, was man beim Herzinfarkt das Übergangssyndrom nennt. Also dass man in der Todesgefahr oder in so einer schweren Chemotherapie oder Transplantation nochmal in so einer Art Kurzlauf sein Leben durchmacht oder guckt, was wichtig war. Und ich sehe mich noch am Telefon. Ich kannte ja Eppendorf, ich kannte auch in Hamburg die Psychiatrien aus meiner psychiatrischen Arbeit. Und ich habe nur immer... Bei Bürger Prinz oder wo? Was? Bei Bürger Prinz. Ja, später aber mit Klaus Dörner und so. Das also ja. Psychiatrie war für mich ein Kampfthema in Hamburg. Aber jedenfalls, ich habe immer am Telefon gesagt, Klaus, erzähl das bitte deinen Ärzten nicht. Weil wenn du das deinen Onkologen erzählst, landest du in der Psychiatrie. Das ist so. Da muss man nicht politisch kämpfen oder irgendwas machen. Ich bin Tag und Nacht für dich da, um über diese Fragen, die da auftauchen, wo werde ich landen? Was wird danach sein? Und das ist eben, also da war der dann 26 inzwischen, also diese Offenheit für alle möglichen, ob die körperliche Seite, die seelisch-geistige oder ob jemand sich wahnsinnig um sein Testament und darum sorgt, was wird aus meiner Frau? Da können Sie nicht emanzipieren, die wird schon klar. Nein, diese Sorge, die da ist, musst du ernst nehmen. Oder von meinem Mann, das ist egal. Diese Dimension und neugierig zu sein, wie du sagst, auf das, was dann bei mir, keine Ahnung, wie wir durchdrehen oder nicht durchdrehen und was die Leute dann zu tun haben. Und was ich an Klaus bewundernswert war, da hatte er eine zauberhafte Freundin. Die waren ein Liebespaar, wie man sich das gar nicht anders vorstellen konnte. Und dieses Mädchen verliebt sich in der Zeit im Theater in jemanden und erzählt das Klaus. Und ich habe dieses junge Paar so bewundert. Jeder von uns, der pädagogisch ist, sagt das doch gar nicht.
Nein. Die haben auch über das Thema Eifersucht in der letzten Phase diskutiert. Und da war ich natürlich durchaus ein Anspruchpartner wegen der Uni und wegen der vielen jungen Leute. Aber das war für mich etwas, wo ich etwas Ungeheures gelernt habe, wie bei jemandem, der jetzt nicht besonders religiös ist, aber diese Frage, was ist danach, Paradies oder nicht, oder eben zum Beispiel das Eifersucht oder Angst oder Loslassen, ganz biografisch konkrete Punkte hat. Und das ist schon das, was man lernt. Also eine Schlusserfahrung noch meine Freundin, die habe ich im Hospiz in Frankfurt begleitet, bin fast jeden Tag von Bremen nach Frankfurt gefahren, habe Nachtdienst im Hospiz gemacht und dann wieder zurück zu meinen Vorlesungen. Das werde ich nie vergessen. Es ging ihr so elend und ich saß da und habe wirklich nur gedacht, lieber Herrgott, wenn es dich gibt, dann lass sie jetzt sterben. Ich habe es nur gedacht. Christine macht die Augen auf, guckt mich groß an und sagt deutlich, wie sie es in Wochen nicht gesagt hat, schubst mich nicht. Mein lieber Mann, das war eine so unglaubliche Erfahrung, ja, dass man denkt, ja, das ist doch jetzt eine Erlösung, ja, aber das kann nur der andere bestimmen. Also diesen Satz, schubst mich nicht, habe ich mich echt geschämt, weil ich dachte, das war trotzdem liebevoll gedacht. Aber nochmal, das ist das, was einen immer wieder neugierig macht, nicht voyeuristisch. Es ist unglaublich viel Leid und Schmerz dabei, das ist überhaupt keine Frage. Schummel mich mal rein. Ja, schummeln Sie. Aber man sieht Sie ja, das ist ja gut. Ich hatte mir extra eine Karte leer gelassen, um zu gucken, wo hake ich denn ein? War sinnlos. Sie haben jetzt so viel gesagt, wo man einhaken könnte. Da frage ich jetzt einfach mal etwas, worüber ich gerade gestolpert bin. Sie haben gesagt, es gibt die Verletzlichkeit und daneben gibt es die Endlichkeit. Ich frage mich, ob die Endlichkeit nicht das Entscheidende ist, um sich auch mit der Verletzlichkeit besser auseinandersetzen zu können. Ich glaube, das ist das ist ein dialektisches Gegeneinander und Miteinander. Das hat beides eng miteinander zu tun. Kann man nicht in eine Hierarchie bringen. Das hat zwei Seiten einer Medaille. Also die Endlichkeit ist ja etwas, was wir alle erleben. Und wo wir sehr unterschiedlich mit umgehen. Und wenn dann zu dieser existenziellen Erfahrung die Erfahrung kommt, dass ich Menschen in meiner Nähe habe, auf die ich mich verlassen kann, dann ist etwas passiert, was mir, also für mein eigenes Leben ganz wichtig ist und was ich allen anderen wünsche. Mhm. Also ich will nochmal ergänzen, ja. Ich finde das eine sehr kluge Frage, weil die Verletzlichkeit, die Fragilität des Lebens ist meiner Meinung nach das viel größere Tabu als das Ende. Das weiß, sagt man ja, jeder muss mal sterben, wann wissen wir nicht, aber damit fertig zu werden von Kindesbeinen an in einer Kultur, die nur auf Stärke, du hast es von Konsum genannt, die nur darauf, oder wesentlich, ich will jetzt keine Kulturklage machen, aber die immer in der Schule, nirgendwo gibt es einen Ort, wo man lernt, dass man Fehler machen darf und wie man damit umgeht, dass man in der Wissenschaft Irrtümer hat. Wir sind eine Zunft, die auf den wissenschaftlichen Irrtümern der anderen aufbaut und laufen mit einer Arroganz zum Teil durchs Leben, dass wir die Wahrheit gepachtet hätten. Und das ist bis heute so. Das ist ein... Also das ist für mich eigentlich der Ansatzpunkt, warum es die Schwachen, das sind ja nicht immer nur die Verletzten, man kann eben durch Armut verletzt sein, durch Ausgrenzung verletzt sein, durch all das, ja, dass diese Verletzlichkeit konsequent von Kindesbeinen an durch viele, viele Jahre, dann nennen wir es Burnout, dann werden die Leute psychosomatisch krank, aber wir haben keine Kultur, Stärke und Schwäche, Distanz und Nähe, also das, was Leben ist, Himmel und Erde,
Ja, immer wieder als ein, wie du es gesagt hast, einen Dialog zu sehen. Und auf dieser Unberührtheit, kann man fast sagen, entsteht eine Arroganz der Stärkeren, der Gesunden. Deshalb, ich sage es hier auch nochmal, ich hasse das Wort, Hauptsache gesund. Mhm. Hauptsache sie leben, wenn es gesund ist, ist auch nochmal schön. Ja, aber die fragen sich ja, die fragen sich doch gar nicht mehr, also die Wissenschaft, bin ja auch nochmal in solchen Gremien, ich sage es immer, die sagen dann gesund und fit bis 100. Leute, mein Plan ist doch nicht mit Rolle vorwärts in den Sarg. Ja? Das ist. Das ist ein Modell und das durchzieht uns. Und ich glaube, das ist der große Umlernprozess. Im Moment kriegt die Medizin über die Palliativmedizin, die sind auch schon wieder leider in Konkurrenz, weil die sagen, die Onkologen sagen, das haben wir alles schon gemacht. Aber ich glaube, dass die Medizin jetzt mit dem allen, was wir auch machen können, was wir operieren können, was wir transplantieren können, den Stolz muss doch mal gar nicht wegmachen. Aber die Medizin hat keine einzige Krankheit abgeschafft. Wir können nur länger damit leben. Ist doch auch schön. Aber wir haben die Schöpfung und wenn Leute Schöpfung nicht wollen, sollen sie Urknall sagen. Ist mir doch egal. Jedenfalls dieser Urknall hat uns ein Modell des Lebens gegeben, in das diese beiden Seiten dialogisch eingeschlossen sind. In die Richtung ging natürlich meine Frage auch. Sie haben auch in dem Buch geschrieben von der Kunst, ich packe es jetzt in meine eigenen Worte. Kunst kann von, zu sein. Darauf läuft es hinaus. Von der Kunst quasi positiv alt zu werden, auch wenn es Belastungen gibt, auch wenn es Einschränkungen gibt. Und da habe ich mich beim Lesen so gefragt, ich habe den Eindruck, dass mir viele Menschen begegnen, die mit sehr viel unzufrieden sind, was sie an Einschränkungen haben, je älter sie werden. Wo ich einfach, mein Eindruck eigentlich ist, dass vieles zum Älterwerden auch dazugehört und dass man nicht alles nur unter dem Aspekt ansehen kann, wer kann es beseitigen? Welcher Arzt ist gut genug, um das jetzt wegzumachen? Und was kann ich alles austauschen? Wie funktioniere ich wieder? Und deshalb meine Frage, wenn ich akzeptiere, dass mein Leben endlich ist, akzeptiere ich dann vielleicht auch eher, dass das Knie nicht mehr so toll funktioniert oder dass ich eine Erkrankung bekomme, mit der ich voraussichtlich jetzt weiterleben muss, weil niemand sie wird komplett beseitigen können? Also ich antworte nochmal kurz, ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, dass, also was ich vorhin kurz gesagt habe, die Unzufriedenheit resultiert, es ist ein Nebenergebnis aus einer Struktur, gesellschaftlichen Struktur, alles ist machbar. Mhm. Und wer was hat, was ein Problem ist, hat was falsch gemacht. Wir haben ja nirgendwo solche Beschuldigungsthesen. Ja, der eine hat falsch gegessen, hat falsch getrunken. Deshalb fragen die Leute, wer hat mir denn diesen Ehemann angedreht? Kann man das vielleicht mal abschaffen? Ja, wenn das nicht klappt. Oder diese Ehefrau, ist egal. Wer hat mir die Krankheit? Ich habe falsch geatmet. Mhm. Ich habe falsch gegessen und so weiter. Ja, das haben wir auch. Wir haben auch Dinge dazu getan. Mhm. Aber die Grundakzeptanz, dass Leben, Fragilität und Verletzlichkeit gerade nicht ausgeschlossen hat, sondern dass von Geburt bis zum letzten Atmung es immer wieder dieser Dialog ist. Und mal bin ich mehr auf der einen Seite und mal bin ich mehr auf der anderen Seite. Ich finde, wir sollten uns, manchmal glaube ich ja auch an die Wissenschaft, das ist ja nicht so, aber zum Beispiel, dass wir heute herausfinden in allen epidemiologischen Untersuchungen, dass 80%, gehen wir auf 60 runter, ist egal, schwankt so ein bisschen, sagen wir 70% ihrer Gesundheit oder was sie für Gesundheit halten, ist ja auch immer noch was anderes. Ich wundere mich immer, warum manche Leute in der Anstalt sind und manche noch draußen. Ja, das ist ja. Aber 70% sind Glück. Sie haben Glück gehabt, wenn sie gut durchgekommen. Ich habe trotz 3 Krebserkrankungen und meinem Herzinfarkt sehr früh ein wahnsinniges Glück gehabt, dass ich trotzdem 80 geworden bin. Und der Nächste stirbt, meine Freunde oder was, so früh. Also das ist mir nochmal wichtig. Der Tod ist dann, okay, spätestens dann muss man sich dran gewöhnen, dass irgendwann aus ist und dass man nicht mehr laufen kann.
Und dass dieser Abschied vom Leben, ihn aber so zu gestalten, wie Herr Schaaf das vorhin gesagt hat, mit Liebe und Zärtlichkeit, nicht romantisch, auf das eigene Leben zurückzusehen. Wenn im Hospiz jemand sagt, ach mein Leben, Sie haben ja Erfolg gehabt, da sieht man die Tränen, die Irrtümer ja auch nicht. Ja, also von daher habe ich Glück gehabt. Ich würde noch mal ganz... Darf ich auch noch was dazu sagen? Na gut. Ich hab von den Psychologen übernommen, über die Resilienz nachzudenken. Die Resilienz ist ja ein schreckliches Wort, so, über, dass man stolpern kann. Die Resilienz ist die Fähigkeit, dass man psychosomatisch seine Kompetenzverluste kompensieren kann. Also, dass man nicht hinter dem, was einem nicht mehr gelingt, hinterher trauert und dann immer weiter abmeiert, sondern dass man die Kraft hat, und da gibt es erstaunlich viele, die das können, die Kraft hat, aus dem, was einem noch geblieben ist, was Neues zu machen. Mhm. Ja. Und das erlebe ich besonders oft bei alten Leuten. Die, also wenn ich mit denen zusammen bin und wenn wir miteinander reden, heute Morgen habe ich beim Ohrenarzt gesessen und neben mir eine alte Frau gesessen und die wollte mit mir über Gebrechen reden und wie wir mit Gebrechen. Und dann haben wir in der Sprechstunde und plötzlich interessierten sich alle, die da rumsaßen, die interessierten sich für das Gespräch, das war für die ein heißes Thema. Und dann haben wir beide, wir kannten uns gar nicht, wir beiden haben dann so Beispiele beigesteuert, wie wir mit Verlusten umgehen. Haben die dann auch benannt. Also bei mir ist das die Schwerhörigkeit und bei mir gibt es auch andere Sachen, die nicht mehr so richtig gut funktionieren. Aber ich habe dann immer gesagt, ich halte mich an dem fest, was noch geht und was noch läuft und das will ich ausbauen und das will ich nutzen und das will ich als Chance begreifen. Und dann hat sie das unterstrichen, hat das auf ihre Weise, eine ganz einfache Frau, hat gesagt, ja, so gehe ich auch damit um. Ich überlege mir jeden Tag und jeden Morgen, was kriege ich da noch auf die Reihe, wo kann ich dann noch mich melden, wo habe ich noch eine Verabredung, wo habe ich noch eine kleine Aufgabe, die ich unbedingt packen will, wo ich nicht mich drücken will. Und das gibt eine Struktur in meinen Tag und das hält mich in Schwung und so komme ich über meine Verluste hinweg. Hat sie auf eine wunderbare Weise artikuliert. Ihr nennt das doch Resilienz, ja? Das nennen wir so, ja. Aber es halt, kann man das lernen? Kann man das lernen? Bremsen wollen. Braucht man da Vorbilder? Du hast das sehr gut beschrieben. Es ist die Potenzialität von Widerstand. Ah, ja. Wenn Sie Ihre Fragen weitergestellt haben, ich erzähle nachher noch mal ein Beispiel aus der Demenz. Ja. Weil da glauben wir ja immer nicht, dass es das gibt, aber es gibt es eben. Ich würde gerne noch mal ganz zu dem Buch zurückkommen. Zu dem Titel, Das letzte Tabu, da haben Sie vorhin schon was zu gesagt. Wieso dieser Titel? Der Untertitel Über das Sterben reden und den Abschied leben lernen impliziert ja, dass wir noch lernen müssen. Also dass das nicht, Sie haben das Buch nicht geschrieben als Erzählung, sondern Sie wollten einen Anstoß geben. In Bergedorf, Susanne Kurz hat das vorhin gesagt, haben wir im Haus im Park im Moment die Ausstellung Dialog mit dem Ende. Also eine Ausstellung, wo es um das Thema Endlichkeit geht. Und wir sind nachhaltig überrascht davon, wie einfach es ist, wenn man sagt, so komm, jetzt lass uns mal drüber reden. Dann ist das auch möglich, mal eben drüber zu reden. Wie Sie vorhin sagten, zu Beginn des Buches haben Sie gesagt, erzähl mal, wie stellst du dir das denn vor? Was denkst du denn? Ihr Buch ist 2016 rausgekommen, also immerhin schon 3 Jahre her. Wie erleben Sie denn die Resonanz darauf? Wird das Gespräch aufgenommen? Also ich habe das Gefühl, wir haben ein Riesenforum. Also wir beiden, wie viele Veranstaltungen machen wir so im Jahr? 50, 60? Also wir kriegen ganze Stadtteilen voll. Und es gibt eine spürbare, also erreichbare, haben Sie auch gemerkt, innerhalb von 2 Stunden war dieses hier ausverkauft. Also Sie hätten, glaube ich, wenn Sie einen größeren Saal genommen hätten, auch noch mehr Hamburger für diese Veranstaltung gewinnen können. Also es gibt ein großes Interesse in dieser älter werdenden Gesellschaft, sich vertraut zu machen
mit Anregungen, mit Erfahrungen, mit auch aus allen möglichen unterschiedlichen Fachgebieten. Also da gucken die nicht nur nach Medizinern, sondern die gucken genauso nach Psychologen und nach Therapeuten und nach Sozialarbeitern und auch nach Laien. Ich fühle mich als Laie. Und diese Neugierde, die spüre ich, die sehe ich und die ist eine Chance. Die ist eine Chance für den Einzelnen und eine Chance für die Gesamtgesellschaft, wenn wir es schaffen, umsichtig mit dieser älter werdenden Gesellschaft so etwas wie gemeinsame Lebensentwürfe, gemeinsame Altersentwürfe zu schaffen, Orte zu schaffen, mit denen man sich gerne trifft, in denen man sich gerne austauscht, wo man neugierig ist, wo man nicht die Alten unter sich alleine lässt. Wenn ich in Blankenese bin, da gibt es so große Stiftungseinrichtungen, da gibt es eigentlich nur noch alte Leute, die nicht mehr rausgehen. Ich bin dafür, dass wir Orte finden, in denen wir tagtäglich mit kleinen Kindern und mit Jungen und mit hier mit solchen Leuten wie da hinten, wie die da hinten sitzen, mit denen umgehen und uns austauschen und uns anregen lassen. Ich erlebe, dass das ein Riesenthema ist. Und wenn man das umsichtig und behutsam entwickelt, ist es auch eine ganz große Chance für Erneuerung der Stadt, für Erneuerung der Urbanität. Denn in der Stadt kann man das gut organisieren. Also so eine Riesenstadt wie Hamburg, so eine Riesenstadt, die so boomt und die baut und baut und baut und baut und baut und baut und überall was Neues. Wenn man die daraufhin anguckt, sind die eigentlich sensibel dafür, dass wir beieinander sein wollen und dass wir nicht die Reichen hier alle in der Speicherstadt abladen wollen und die Armen irgendwo Mümmelsmannsberg, sondern dass wir die Stadt versuchen, immer wieder neu so miteinander zu verbinden, dass alt und jung und betucht und nicht betucht und gut ausgebildet und schlecht ausgebildet und Flüchtling und Nicht-Flüchtling miteinander was zu tun haben, dann haben wir eine neue Chance, auch darauf, die Stadt lebendig zu machen. Ich vorhin den Weizen. Ja. Also einfach mal so diese übergreifenden Dimensionen, die uns ja jetzt hier auch sehr interessieren. Also diese eine Sache, sind wir eigentlich in die Falle geraten, dass Leben immer stark, immer machbar ist und dass nur die, und wie viel lassen wir eigentlich zurück? Das ist eine große Frage an die Ökonomie, an die Ökologie. Das Zweite ist, wie sind wir eigentlich mit dem Wort demografischer Wandel umgegangen? Ich meine, eigentlich hätten wir beide uns vorstellen müssen, guten Tag, meine Damen und Herren, wir gehören beide zur demografischen Welle und rollen jetzt heute Abend dement auf Sie zu. Das ist das, was man in den Zeitungen lesen kann. Und eigentlich müssten wir beide dringend Seidenmalerei machen oder ich weiß nicht was. Die Tatsache, soziologisch gesehen, dass wir die erste Generation sind, die bis zu 20 Jahren, nicht alle, und in unterschiedlichen Situationen länger leben und die Chance bekommen haben, nochmal auf diese Phase des Lebens zu schauen, aus unserem Leben, gelebten Leben auch, wie Weizsäcker gesagt hat, das ungelebte Leben noch mal nicht, das verpasste, Victor, Sie sondern zu sagen, Victor Weizsäcker. Victor, was haben wir davon gelernt? Und das Dritte ist, was Sie gerade angesprochen haben, ja, also es sind ja viele kluge Bücher da geschrieben und es gibt Stiftungen, die sich damit auseinandersetzen. So jemand wie Andreas Kruse ist einfach ein Leuchtturm in der Wissenschaft, der sich zum Thema Alter und diesen Sachen auseinandergesetzt hat. Aber es für Hundertjährige. Bitte? Der hat ein Faible für Hundertjährige. Ja, und hat jetzt dieses schöne Buch über Alter, womit er uns meint. Ja, das lesen wir noch zusammen. Aber was eben auch da ist, zum Beispiel, es gibt mehr Mut, auch nicht gleich ein betretenes Gesicht zu machen, wenn man über Kranke oder wenn man über nicht sich ironisch und nicht, das machen sie schon, aber wenn es Tatbestände des Lebens werden, Weizsäcker hat immer gesagt, wir müssen an die Tatorte, da kannte er den Krimi noch nicht, an die Tatorte der Verletzung, dann verstehen wir, was da passiert ist. Und ich finde zum Beispiel, was wir hier im Moment haben, auch wunderbare Ausstellungen zum Alter, ganz unterschiedliche. Wir haben aber auch sehr großartige Karikaturenausstellungen über Tod und Sterben. Wir haben in Kassel sogar
ein ganzes Museum, die das sammeln. Wir haben Hospizgruppen, die diese Karikaturen auch sammeln. Und ich will mal, ich habe in der Bremer Bürgerschaft eine Ausstellung eröffnet und da waren so Karikaturen bei, da stehst du als Soziologe oder wie auch immer ganz neidisch davor und denkst, wenn ein Karikaturist gut ist, dann kriegt er in eine Zeichnung rein, was sie in einem ganzen Buch erst beschreiben. Und eine war davon, da war so ein altes Ehepaar, richtig gebeugt. Ja, die sind immer noch zusammen. Und die haben goldene oder Diamantenhochzeit, das ist ja eine Leistung. So eine große Leistung, wenn der Pastor sagt, bis dass der Tod euch scheidet, da ist ja noch das Leben dazwischen. Also die Frage ist ja, wie kriegt man das denn hin, dass das in Würde passiert? Auch dann, wenn man voneinander Abschied nehmen wird. Mhm. Und da sitzen so zwei Alte und sie guckt auf ihren etwas, in diesem Fall ist es der Mann, etwas miesepampelig und sie sagt, wenn du jetzt nicht bald stirbst, lasse ich mich scheiden. Ja? Und in dieser Karikatur kommt Humanität zum Ausdruck. Mhm. Ist ja nicht ein schlechter Witz. Und in einer anderen Karikatur, die fand ich auch so gut, da steht sie mit einem Blumenstrauß am Grab ihres Mannes und die liebt ihn doch. Die hat auch nicht hässliche Blumen, kein Kaktus, sondern einen richtig schönen Rosenstrauß und sagt trotzdem, Otto, seitdem du tot bist, ist unsere Beziehung viel offener geworden. Ja. Aber das sage ich noch mal mit ganz großer Überzeugung auf Ihre Frage. Wir müssen alle möglichen Dinge, so wie wir junge und andere Menschen vielleicht an die Elbphilharmonie oder an klassische Musik heranführen, ohne dass sie das Gefühl haben, da kann man nur mit dem kleinen Schwarzen hin und man muss immer die Augen machen und man darf zumachen und man darf auch nicht einschlafen. Okay, so bringen wir niemanden letztlich an diese wunderbare Welt oder die Alten nicht an Pop zusammen. Ich habe endlich jetzt eine Karte für Udo Lindenberg, den muss ich einfach wiedersehen. Also aus welchen Gründen auch immer. Das ist dies, an die verschiedenen Orte gehen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, den Raum zu öffnen für das Lachen, für das Zärtliche, aber auch für das Weinen und für die Tragik, die manchmal in so einem Ereignis steht. Also gerade, wo die Menschen das Gefühl haben, jetzt bin ich verrentet. Ich erlebe das immer. Jetzt haben wir uns ein großes Wohnmobil gekauft. Wir wollen auf Reisen gehen. Und dann geht jemand zum Arzt, um zu gucken, ist er fit, und kommt mit der Diagnose Alzheimer nach Hause oder kriegt einen Schlaganfall oder ist eben dann dement. Und plötzlich ist mit 70, 75 die Ehe einmal umgedreht. Jetzt bin ich auch noch die Ehefrau, aber mein Mann erkennt mich vielleicht bald nicht mehr. Und ich muss diese Arbeit machen. Das ist für mich dieses große Erstaunen. Albert Schweitzer hat das die Ehrfurcht vor dem Leben genannt. Das ist etwas, was mir in Krankheit und Fragilität immer wieder, und wie du gesagt hast, Henning, ich treffe mehr Leute, die das nicht tabuisieren, aber die versuchen, diesen Abschied hinzukriegen, die darüber sprechen wollen, wenn dann nur mal einer zuhört und unsere Nachbarn und wir selbst und in unserer Familie sind wir es vielleicht, die das Thema einfach mal anders auf den Tisch bringen, als nur in der Frage, hast du deine Patientenverfügung gemacht? Ich trauere ein bisschen darum, dass die Debatte über die Patientenverfügung, so wichtig sie ist, sie hat genau das Tabuthema wieder nach oben gebracht. Mhm. Hauptsache, ich habe eine Patientenverfügung. Über alles andere muss ich ja gar nicht reden. Ich habe noch ganz viele Fragen, ja. Aber ich habe vielleicht noch mal Gelegenheit, aber ich bin mir sicher, dass auch Sie mit Fragen gekommen sind oder Fragen entstanden sind, Sie vielleicht einen Kommentar machen wollen und dafür sollen Sie jetzt Gelegenheit haben. Wenn Ihnen nichts einfällt, stelle ich meine Fragen, aber ich bin mir sicher, Ihnen fällt was ein. Zwei Kollegen von mir sind mit dem Mikro unterwegs. Wenn Sie per Handzeichen einmal zeigen, dass Sie etwas loswerden möchten, dann kommt jemand mit dem Mikro. Wenn Sie dann kurz Ihren Namen sagen und Ihre Frage stellen und dann gleich wieder zurückgeben, dann sammeln wir. Bitte schön. Mein Name ist Jürgen Nümbach. Guten Abend. Herr Scherf, Sie haben bei einer anderen Veranstaltung dieses Thema der Pflege im Hause bei Ihnen in Ihrer Wohngemeinschaft schon mal
artikuliert und dargestellt, aber etwas haben Sie heute in der Klarheit, wie Sie es damals ausgedrückt haben, nicht gesagt. Sie haben gesagt, ich habe jetzt keine Angst mehr vorm Sterben. Und das finde ich so beispielhaft bei der Arbeit, die da geleistet worden ist. Wollen Sie damit oder soll ich direkt antworten? Ja, das Sie können antworten. Das war eigentlich klar. Alles klar, ja. Das hast du übrigens klar gesagt. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz in Widerspruch geben. Anne Wollwood ist mein Name. Ich bin Vorsorgeanwältin und tagtäglich mit Patientenverfügung befasst. Und ich möchte doch den letzten Beitrag von Ihnen, Frau Keil, dahingehend ändern oder meinen Eindruck dazu schildern. Ich finde, das ist ein ganz toller Einstieg in dieses Thema mit auch vielen jüngeren Leuten, um darüber, über dieses wichtige Thema Patientenverfügung, was auch gerade allgegenwärtig ist, zu Fragen zu kommen und zu Themen zu kommen, die sonst tabuisiert werden. Also ich erlebe es tagtäglich, dass man darüber überhaupt erst in das Thema einsteigen kann, auf einer Ebene mit einer relativ geringen Hemmschwelle. Wenn man gleich mit Themen kommt, wie stellen Sie sich Ihren Sterbeprozess vor, wen möchten Sie dabei haben, auch das ist mein täglich Brot. Da machen ganz viele Leute zu, aber gerade das Vehikel der Patientenverfügung ist aus meiner persönlichen Erfahrung ein ganz wunderbares, um überhaupt dieses Thema mit Sprache zu fassen und dort einzusteigen. Soll ich dazu was? Wenn Sie möchten, dann tun Sie es. Also ich teile völlig Ihre Ansicht und endlich haben wir auch Anwälte und Anwältinnen, die sich mit diesem Thema anders befassen, als wir es vorher übrigens nur mit dem Erbrecht hatten. Das ist genau meine Ansicht, nur wir haben also jetzt endlich auch, sage ich mal, mit Anwältinnen und Anwälten, mit den verschiedenen Verbänden, also AWO oder Kirchen, wer das immer macht. Es ist ja ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag und die brauchen eben immer eine Überarbeitung, das ist ein wichtiger Punkt. Ich wollte nur sagen, das ist immer, wenn was Gutes passiert, wird es schnell eingeheimst und wenn das diese Entwicklung hat, also dass wir auch in Schulen, also vor allen Dingen auch mit Kindern darüber reden können, auch persönlich, was es bedeutet, einen Bevollmächtigten einzusetzen. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige psychologische Frage, die die Anwälte und andere, die sich darum kümmern, führen müssen. Wer ist in meinem Vertrauen derjenige, der eine Vollmacht bekommt? Wer sind diejenigen, die, also wie verhandeln wir das mit den Erbschaften und so weiter? Also ich bin da ganz auf Ihrer Seite, sage nur, wenn man ein Instrument hat, folgt oft eben, dass die Leute sagen, ach, ich habe vor 5 Jahren eine Patientenverfügung gemacht, aber jetzt haben sich meine Verhältnisse verändert oder ich habe mehr erfahren und denke, eigentlich müsste es nicht jemand aus meiner Familie sein, sondern ich wünsche mir jemanden Jüngeren, der dann diese Patientenvollmacht übernimmt. Das, also ich bin da ganz gar kein auf dem Gegenmodell, sondern mehr auf der Frage, wie können wir ein solches Instrument dadurch, und das ist ein tolles Beispiel, dass ich Sie als Anwältin nenne, die ganze palliative Begleitung ist eine interprofessionelle. Wir brauchen eben genau gute Juristen, wir brauchen die Ärzte, die Pflegenden, die Psychologen, wir brauchen gute Pflegekräfte und Sozialpädagogen. Also es muss ein Gesamtgesellschaft. Wir brauchen aber auch engagierte Laien. Ja, und die Laien. Also das ist zum Beispiel der Konflikt, der sich jetzt in der offiziellen Arbeit, stehen wir vor zwei, finde ich, wichtigen gesundheitspolitischen Fragen. Wie setzt sich die Weiterentwicklung der Palliativmedizin durch? Wie versuchen wir nicht nur die Finanzierung, sondern die wirkliche Fort- und Weiterbildung der Pflege? Das ist ja erst neu, dass die Pflege auch, ohne dass ich sage, die müssen Uni oder Fachhochschule, aber dass wir der Pflegebereich die Qualifikation zuordnen. Und es wird einen großen Konflikt mit den Ehrenamtlichen geben. Da bin ich jetzt schon sicher, das sehen wir auch. Also Ehrenamtliche und Professionelle auf Augenhöhe, das ist das Thema. Mhm. Und es geht sehr schnell, dass sich dann wieder Hierarchien durchsetzen. Also da hat der Arzt die Führung oder die Schwester die Führung und so weiter. Das ist ein wichtiger, absolut wichtiger Punkt, dass das eine Bürgerbewegung bleibt, die wirklich auf Augenhöhe mit dem Professionellen arbeitet. Ich würde dazu aber auch gerne was sagen wollen, ganz kurz. Weil gerade die
Anmerkungen, die Sie machten, dass die Patientenverfügung ein guter Einstieg ist, da möchte ich auf jeden Fall noch mal dazu sagen, wir erleben jetzt gerade in dem Dialog mit dem Ende, wo wir wirklich mit unzählig vielen Menschen wirklich ins Gespräch kommen, dass die Qualität des Gesprächs eine deutlich andere ist, ob ich mit der Ausrichtung über Papiere spreche, die auszufüllen sind, oder ob ich tatsächlich diese Fragen stelle. Was stellst du dir dann eigentlich unter einem guten Sterben vor? Oder wir haben uns unter Kollegen jetzt ganz viel ausgetauscht in der Vorbereitung und diese Fragen stellen wirklich, was habe ich denn für Bilder im Kopf vom Sterben? Wovor habe ich denn Angst? Ich möchte das einmal reinwerfen, damit wir das nicht irgendwie weglassen heute Abend. Die großen Themen sind einfach, werde ich am Ende Angst haben? Werde ich am Ende Schmerzen haben? Werde ich am Ende Luftnot haben? Das sind die ganz essentiellen Fragen. Und ich glaube, wir sollten schon etwas mutiger sein und wirklich dahin gehen, wo es wirklich persönlich ist und wo wirklich mal auch Ängste sind, wenn wir wirklich weiterkommen wollen mit dem Tabu in dem Gespräch. Und wie Sie auch sagen, wir brauchen dafür Nähe. Die entsteht in diesen Gesprächen ganz schnell. Aber ich glaube, das möchte ich einmal sagen, wenn wir hier über das Tabu sprechen, finde ich, sind diese Themen für mich wichtiger als die Frage, ob ich eine Patientenverfügung ausfülle oder nicht. Weil das ist noch, das ist ein Level, da kann ich mich locker drüber unterhalten, das ist noch kein Problem. Also wir, haben im Augenblick, glaube ich, 10.000 Palliativmediziner in der Bundesrepublik und das ist ja schon mal ein Schritt, also das ist ja schon mal eine Zahl, aber es ist beileibe nicht ausreichend. Also man müsste sich wünschen oder ich wünsche mir, dass wir für jeden erreichbar auch einen Palliativmediziner haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass praktisch alle niedergelassenen Hausärzte eine palliativmedizinische Kompetenz zusätzlich erwerben und die dann entsprechend auch anbieten. Und wenn ich dann so etwas rechtzeitig nutze und nicht erst, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, und dann da jemanden finde, der mit mir ganz vernünftig und ganz umsichtig und sortiert meine Ängste und meine Nöte und meine Fragen bearbeitet und aufnimmt und annimmt und nicht wegtut und nicht wegretuschiert, dann passiert etwas, was ich allen wünsche, dass sie sich gelassen auf so etwas einlassen können, dass sie ein Stück sagen, ich habe eine Perspektive. Ich muss jetzt nicht panisch werden, ich muss jetzt nicht schreien, um auf mich aufmerksam zu machen, sondern ich habe Menschen um mich versammelt, die mich begleiten, die mich anhören, die mich kennen, die mir vertrauen, denen ich vertraue und mit denen ich dann begleitet auch dieses Abschiednehmen angehen kann. Mhm. Das wünsche ich mir, dass das richtig so wie so ein Netzwerk über unsere Gesellschaft gestrickt wird oder durch unsere Gesellschaft durchgestrickt wird und dass möglichst wenige da durchfallen. Also ganz kurz, Frau Keil möchte noch was dazu sagen, dann haben wir da hinten noch eine Meldung und aus der jungen Riege noch eine Meldung. Also meine Hoffnung geht nicht so stark auf die Palliativmedizin wie deine. Das ist sehr wichtig. Ich hoffe, und das wird schwierig sein, dass die Palliativmedizin sich nicht wieder auch in dieses Machbare, also die Fragen, die Sie zitiert haben, die ehrliche Frage ist, es kann sein, dass Sie Schmerzen haben, die auch durch keinen Palliativmediziner beherrschbar sind. Mhm. Das Symptome lindern ist wichtig. Mhm. Es kann sein, dass Sie Atemnot haben, aber Atemnot zu haben, also wenn diese Ängste so massiv sind, dann muss man auch an diesen Prozess herangehen. Aber was wir schon auch beobachten ist, und das ist eine Erfahrung, die du am Anfang gesagt hast, das Dasein und Mitsein ist die größte Schmerzlinderung, die es gibt. Da hilft kein, also Medikamente sind wichtig, verteidige die auch und so weiter. Aber wir haben viele Menschen, die zum Beispiel keine Pillen wollen. Das ist ein Respekt, die sagen, ich will nicht auf den letzten Metern drogenabhängig werden. Ich sage dann immer,
der arme liebe Gott da oben, der kriegt all die Schmerzverzehen, wenn da einer mal angedröhnt kommt, ist auch nicht so schlimm. Also das ist meine Haltung dazu. Aber okay, also ich muss mich nicht darum sorgen, ob ich sozusagen im Sterbeprozess noch abhängig werde. Aber genau diese, dass jemand sagt, nein, das nicht, zwingt uns dazu, diese vielen Elemente, die zur Schmerzlinderung oder zur Entängstigung, aber es gehört zur Fragilität des Lebens, dass wir Angst vor der Schwäche haben, die uns ereilt. Ich nenne diese Art von Angst eine große Schwester im Leben. Die soll uns nicht überwältigen, die wollen wir irgendwo in eine Ecke bringen, in ein Kuscheltier oder was auch immer, wenn es ein Mensch oder ein zuhörender Arzt oder wer auch immer ist. Aber es ist etwas, was wir alle in der Hand haben, etwas dazu zu tun, Trost zu spenden. Mhm. Und zwar auch körperlichen Trost. Und das wissen auch jeder weiß, dass wenn du dolle Schmerzen hast und jemand legt seine Hand darauf oder hält sie, dann lindert das. Mhm. Und wenn dann noch ein gutes Medikament weiterhilft, aber das muss ich auch eben, die Erwartung an die Ärzte ist auch oft die, machen Sie das Sterben weg und lassen Sie den Tod eintreten. Sonst würden wir ja gar nicht so über den assistierten Suizid reden. Ja, also diese Hoffnung, Frau dass Keil, es doch ich stoppe Sie jetzt schnell einmal, und schmerzlos geht. Gut. Damit wir die zwei Fragen noch mitnehmen. Frage. Sie haben das eine Ende beschrieben, das viele von uns auch betrifft, weil wir dem uns auch langsam entgegenbewegen. Ich würde ganz gerne mal den Wurf andersrum machen. Die Afrikaner sagen, soweit ich das weiß, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich glaube, wir sollten auch von dieser Perspektive aus darüber nachdenken, dass es ein Dorf braucht, um in Sicherheit und Geborgenheit Abschied zu nehmen. Das heißt, wir müssen nicht nur über Institutionen nachdenken, sondern auch um die Lebensräume, in denen wir existieren, die Wohnmaschinen, die unsäglichen Bedingungen in den hochverdichteten Wohnquartieren, in denen es keine öffentlichen Räume gibt, die ohne großes Geld zur Verfügung stehen, um sich zu treffen, miteinander Kontakt aufzunehmen, Nachbarschaft zu begründen. Und ich glaube, das würde eine Menge von dem wegnehmen, was Sie zu Recht beschrieben haben, weil wir uns auf einmal wieder begegnen können und miteinander interagieren können. Ich glaube, dazu hatten Sie auch schon was gesagt. Ne? Dazu hat ja, Herr weiter. Sehr einverstanden. Ja. Sehr einverstanden. Genau, ich glaube, dazu hatte Herr Schärf auch was gesagt. Da sind wir, glaube ich, sicherlich alle einer Meinung. Genau, eine Wortmeldung können wir noch schaffen. Guck mal, einer von den Jungen, das ist doch mal toll. Dass die sich trauen. Hör mal, du hast ja einen neuen Jugendwahn. Nein, nein, nein. Ich finde auch wunderbar, dass die hier sind. Das ist doch toll. Toll, dass ihr gekommen seid. Ja, ich bin Felix und ich hatte eine Frage. Wie stehen Sie zu Wiedergeburt? Also Reinkarnation. Da bist du schwierig. Ich hab nicht verstanden. Wie du zur Wiedergeburt stehst. Also Ich habe einen Wunsch, ich habe mich in der Auseinandersetzung mit komplementären Methoden und mit Kulturen, ich habe einige Zeit mit Schamanen im Himalaya gearbeitet und mich an verschiedenen auseinandergesetzt mit den Fragen, was ist denn danach? Dafür sind wir keine Experten, das können wir auch so nicht beantworten, aber ich finde diese Frage deshalb gut, weil wenn sie gestellt wird, so mit der Wiedergeburt oder wenn Ihnen, das mache ich immer in der Fortbildung mit Pflegekräften, wenn Ihnen jemand fragt, was ist danach, antworten Sie, was Sie glauben. Ein richtiges gibt es ja nicht. Aber zu sagen, das vertagen wir mal, wenn die Leute es interessiert, was danach ist, auch Kinder. Mein kleiner Paul, der wusste, was er sagen wollte, nämlich, dass man eben als Sternschnuppe wiederkommt. So, und Daniel hat gewusst, im Himmel gibt es Blumen. So, wenn ich an meine Wiedergeburt denke, die einzige Vorstellung, die ich habe, wenn es geht, wie meine Katze. Und dann bei netten Leuten, die Katzen mögen. und das meine ich nicht, um diese Frage lächerlich zu machen. Es muss da auch einen Respekt geben vor den Menschen, seit die Menschen auf dieser Erde sind. Fragen Sie danach erstens, wie kommen wir in diese Welt und wie gehen wir wieder raus? Und heute ist Ihre Frage nicht mehr so ganz esoterisch, sondern wenn Menschen eben plötzlich in der Narkose
wo sie oder eigentlich schon tot sind, etwas erzählen, was sie erlebt haben, da muss man als Wissenschaftler wenigstens hinhören. Wir haben kein Modell dafür, wie das ist, aber diese Frage, was ist danach und was bedeutet Religion und Spiritualität in meinem Leben? Für Klaus war das wichtig. Für Klaus war es wichtig und er hatte eine Reihe von also Wiedererfahrungen. Der hatte so kein festes Modell, aber ich hätte doch nicht gesagt, was für ein Unsinn, Klaus. Auch wenn deine Eltern oder dein Onkel oder ich oder Henning nicht dran glauben, was du erlebst in diesem Übergangssyndrom, das ist deine Wirklichkeit. Und die gehört es respektvoll anzuhören. Also ich bin mir eher so weit, das eine ist, was, da zitiere ich diesen alten Kanzler da, wie heißt er, Schmidt oder so weiter. Der zwar einerseits gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt. Das habe ich ihm bis zum Ende übel genommen, aber er hat es ja auch irgendwie korrigiert. Und dann hat er gesagt, naja, also, und das habe ich übrigens bei Angehörigen, bei einem jugendlichen Ben, 10 Jahre, Gehirntumor, der hatte aus der Physik diesen Satz in sein Sterben genommen, Energie vergeht nicht. Das war für ihn ein wichtiger Trost. Was man damit macht, weiß ich nicht. Und Schmidt hat das ja auch gesagt, er weiß, also Energie vergeht nicht, die ist irgendwie da. Ja, ich bin gespannt, was das Universum mit meiner Energie dann anfängt. Aber da sind wir auch gespannt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Wenn Sie jetzt noch Fragen oder Anmerkungen haben, Sie sind herzlich eingeladen, noch mit uns ein Getränk zu trinken. Die Buchhandlung Marisal ist draußen, hat einen Bücherstand, haben Sie vorhin schon gesehen, nehme ich an. Und Frau Keil und Herr Schärf werden auch signieren, behaupte ich. Wenn wir einen Tisch zum Sitzen machen wir. Kriegen wir hin. Gut. Das heißt, Sie können Ihre Fragen eventuell auch noch mal direkt loswerden. Ich wollte noch etwas sagen, das habe ich jetzt vergessen. Was wollte ich noch sagen? Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für dieses sehr erfrischende Gespräch. Meine Fragen stelle ich dann irgendwem anders. Und auch unseren beiden Gebärdensprachdolmetschern herzlichen Dank. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.